Hallo und bonjour zu einem neuen Video von mir. Leute, ich habe gerade das Video für Sonntag aufgenommen und ich hatte ja so Mikrofonprobleme. Und jetzt hat Micky mir einen Vorverstärker und ein anderes Mikro angeschlossen, was total empfindlich ist, was super ist, weil jetzt bin ich laut. Und dann habe ich dieses schöne Blüschen hier an. Und jetzt, hört mal hin. Es raschelt die ganze Zeit. Das ist ein 20-Minuten Video. Und ich bin die ganze Zeit, hört man diesen Stoff rascheln. Also da müsst ihr jetzt durch am Sonntag. Ich kann es nicht ändern. Leute, ich habe diese Woche Maischberger geguckt und da war Herr Söder zu Gast. Und im Gespräch zwischen Maischberger und Söder sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ich heute kurz unter zwei psychologischen Aspekten beleuchten möchte. Und bei dem einen geht es mehr um Frau Maischberger und was Medien so machen und beim anderen geht es eher um Herrn Söder. Und ich fange mit Frau Maischberger an, denn sie hat etwas gemacht, was auch Markus Lanz sehr gerne macht und ihr erinnert euch vielleicht an mein Analysevideo zu Markus Lanz vor 4 Wochen. Da hat er in seinem Interview mehrfach versucht, seinem Gast ein Wort in den Mund zu legen, nämlich das Wort Plagiat. Das war das hier. Was war das? Plagiate irgendwas oder was war das? Und jetzt gab es bei Maischberger mehrere Szenen mit ähnlichen Versuchen und Söders Parieren dieser Versuche. Kontext, um den es ging, ist die China-Reise von Söder in der vergangenen Woche. Und an dieser Stelle im Gespräch spricht sie das Thema Dissidenten an. Es war aber auch Edmund Stoiber in China und Horst Seehofer. Und Horst Seehofer hat während seiner Reise oder einer seiner Reisen auch Dissidenten getroffen. War das eine Überlegung bei Ihnen? Wir haben uns bewusst darauf konzentriert, Wirtschaft in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sprechen natürlich solche Dinge immer an. Markus Söder pariert das mit dem Ausdruck solche Dinge. Und er nimmt nach vielem Hin und Her zumindest dann das Wort Menschenrechte in den Mund. Schaut mal hier. Jetzt trotzdem nochmal, in welcher Form haben Sie über die Menschenrechte geredet? Was genau haben Sie eingefordert? Ich habe den Wortlaut jetzt nicht genau da. Entschuldigen Sie, dass ich für die Sendung das nicht nochmal genau aufgeschrieben habe. Aber haben Sie im Kopf? Ja, das, was ich im Kopf habe, habe ich Ihnen jetzt erzählt. Und das finde ich auch angemessen. Da waren aber Menschenrechte noch. Ja, doch, da waren Menschenrechte dabei. Unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit, von Demokratie. Und als es kurz darauf um Zwangsarbeit geht und wie China mit den Uiguren umgeht, da widmet er das Thema um und das finden wir hier. Beispielsweise in Xinjiang, wo eben die Uiguren dann Zwangsarbeit verrichten müssen. Das da haben wir, gemeinsam eine ganz klare andere Auffassung. Haben wir eine ganz klare Auffassung. Haben Sie angesprochen wahrscheinlich. Natürlich, Minderheitenpolitik ist ein Thema. Ja, er bezeichnet das Thema oder er umschifft den Begriff, indem er stattdessen Minderheitenpolitik sagt. Das ist schon ein gewagter Euphemismus für eindeutig belegte Zwangsarbeit, für Zwangssterilisierungen und für willkürliche Inhaftierungen. Also mehr als ein Rechercheteam hat den versuchten Völkermord an den Uiguren durch die chinesische Politik in den letzten 10 Jahren dokumentiert. Und ich packe euch alle Quellen dazu natürlich auch unten in die Infobox. Aber ich denke, jetzt sind eure Öhrchen schon ein bisschen sensibilisiert. Und jetzt gucken wir uns diesen Ausschnitt hier an, aus demselben Gespräch, ein paar Minuten später. Es ist ein Moment länger. Guckt mal hier. Ich wollte gerne wissen, ob Sie den Präsidenten Chinas auch in die Nähe eines Diktators rücken würden. Nee, wir wissen alle, dass das keine Demokratie ist. Wir wissen alle, dass das ein zentralisiertes System ist, ein autoritäres System, nicht vergleichbar mit uns. Und natürlich ist es nicht die Vorstellung der Demokratie, die wir haben. Ist es denn eine Diktatur? Naja, auf jeden Fall ist es keine liberale Demokratie, so wie wir sie vorstellen können. Ich glaube auch, dass das Land stärker denn je geführt wird von einer Person. Es war in China zu anderen Zeiten, Deng Xiaopings, deutlich, jedenfalls sind auch die Aussagen der deutschen Botschaft so gewesen, deutlich mit auf mehreren Schultern verteilt, auch von der Lebenszeit her, war das eben so, dass es da einen Wechsel gegeben hat. So stark konzentriert auf eine Person war es noch nie. Die Frage ist, ob das am Ende neben dem Machtanspruch der Person dem Land nützt, weiß ich nicht. Mein Gefühl ist, dass dort
auch in den Provinzen wird das Gleiche gesagt und gedacht, wie man das in Peking tut. Mhm. Das merkt man auch am Sprachgebrauch, an der Wortwahl. Trotzdem, auch wenn die Partner schwierig sind. Also, wie würden Sie es denn nennen? Sie sagen, es ist keine liberale Demokratie, es ist aber auch keine Diktatur. Was ist es denn? Nein, es ist eben ein kommunistisches System, so wie wir es oft erlebt haben. Genauso. Die CSU hat früher sehr klar gesagt, dass die kommunistischen Systeme Diktaturen sind. Ja, ist ein kommunistisches System mit einer klaren, völlig autoritären Struktur, die wir so nicht... Aber keine Diktatur. Sandra Maischberger möchte unbedingt, dass Markus Söder zum Thema Diktatur Stellung nimmt. Und sie will, dass er das Wort Diktatur in den Mund nimmt. Was er nicht tut, weil er genau weiß, dass das seinen wirtschaftlichen Interessen in Bayern vielleicht schaden würde. Aber das nur am Rande. Ich habe schon einmal betont, dass man sich in verbalen Duellen niemals das Wording durch den anderen diktieren lässt. Heißt, ich nehme das Vokabular des anderen nicht auf und sage dann, dass es das aber nicht ist, sondern ich verwende grundsätzlich anderes Vokabular. Und das hat zwei Gründe. Zum einen zeige ich damit meine Souveränität. Denn wer verneint, wirkt tendenziell unglaubwürdiger, denn unser Hirn tut sich mit abstrakten Worten wie Nein ja eher schwer. Hast du mich betrogen? Ich habe dich nicht betrogen. Hast du mich betrogen? Ich bin dir treu. Das macht einen Unterschied. Und zum anderen, das ist der zweite Grund, setze ich mit meinem Wording eben meine Realität, meine Wahrnehmung dagegen. In dieser Szene versucht Frau Maischberger also nun unbedingt Herrn Söder das Wort Diktatur in den Mund zu legen, was nicht klappt. Und das Problem dabei ist, dass sie nicht merkt, wann sich dieser vermeintlich investigative journalistische Schachzug ins Gegenteil verkehrt. Denn irgendwann wirkt es eher penetrant. Und an der Stelle, wo sie die Klappe halten sollte und abwarten, hält sie es nicht aus, setzt nach und Söder nimmt das dann auch als eine ja, wunderbare Vorlage. Was, wie man dann den immer, Handel und den Wandel dann... Ich frage mich immer, ich finde es eine spannende Diskussion, Frau Maischberger. Nee, also warum wir, darf ich uns das sagen? Weiß ja, ich, unbedingt. Warum wir in Deutschland Meister, Weltmeister im Wortglauben sind, nein, aber nicht Weltmeister mehr in der Produktion und der Schaffung von Arbeit. Das ist nicht der Punkt. Ich finde es schade. Ist, nein, der Punkt ist tatsächlich, wenn Sie sagen, dass Sie... Habt ihr die Klatscher gehört? Das gefällt den Leuten. Was macht Söder da? Er packt zwei völlig verschiedene Dinge in einen Kausalzusammenhang, die aber nichts miteinander zu tun haben. Ich kann übrigens Worte glauben und trotzdem produktiv sein. Und wenn man Markus Söder so zuhört bei diesem konsequenten sprachlichen Bauen seiner Realität, dann ist es sehr leicht, ihn für sehr kompetent zu halten. Und mit Sicherheit ist er auch in vielen Bereichen kompetent. Die Frage, die bei diesem ganzen Gespräch letztlich mitschwingt, aber nicht thematisiert ist, ist die nach seiner grundsätzlichen inneren Haltung gegenüber bestimmten Werten, die Sandra Maischberger hier beispielhaft anführt, nämlich Menschenrechte und Demokratieverständnis. Und Söder wehrt das ab mit diesem Hinweis hier. Das gilt aber auch in Europa. Wenn ich höre, ja, letztendlich in Serbien, wie darüber geredet wird, wie woanders geredet wird, dann ist mein Gefühl, dass wir Deutschen als sehr belehrend und moralisierend auftreten, wahrgenommen werden. Und ich glaube nicht, dass das auch historisch gesehen ein optimaler Auftritt ist. Das ist also Deutschland, gerade vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte des Landes, nicht zustehe, sich als Schulmeister aufzuspielen. Und diese Argumentation ebnet den Weg für eine Interessenpolitik, die die Ökonomie vor den Menschen stellt, was für einen CSU-Politiker zumindest mal interessant ist. Abgesehen davon mal, dass seine historische Argumentation eine falsche Kausalität darstellt. Denn warum soll das Schweigen vieler Deutschen zu einer menschenverachtenswürdigen Politik vor 80 Jahren, damals also, warum sollte das ein Grund sein, heute im Hier und Jetzt genauso zu so einer Politik zu schweigen? Habe ich nicht verstanden.
Müsste es in dieser Logik nicht eigentlich genau andersrum sein, dass eben aufgrund dieser Erfahrung, die wir da gemacht haben, jetzt sehr genau hinschauen, mit wem wir es zu tun haben wollen? Aber Schröder bedient mit dieser Aussage außerdem noch etwas ganz anderes, nämlich das Gefühl vieler Deutschen, genug davon zu haben, immer wieder die deutsche Vergangenheit vorgehalten zu bekommen. Und abgesehen davon, es gibt ja zwischen Schulmeistern und Wegschweigen noch ein bisschen Raum für andere Wege. Die sind halt schwieriger, unbequemer und natürlich auch, das muss man klar sagen, wirtschaftlich längst nicht so opportun. Und wenn ich das jetzt zusammennehme, dann würde ich mich jetzt schon fragen, möchte ich so jemanden als Kanzler haben? Wenn ich das genauso sehe wie er? Ja, natürlich, dann ja. Wenn mir eine andere Rangordnung der Werte wichtig ist, dann sollte ich mir Söders Sprache doch sehr genau anhören. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso Kanzler, Casey? Das Spiel um die Kanzlerfrage und Söder, die beiden, das war ja in den Medien sehr, sehr beliebt, also bei der letzten Wahl. Und jetzt kommt es ja auch schon wieder, was übrigens auch strategisch Söder extrem in die Karten gespielt hat. Wenn man zum Beispiel den Begriff Kanzlerfrage, wenn man dem spontan einen Namen zu assoziiert, dann ploppt bei vielen wahrscheinlich als erstes der Name Söder im Hirn auf, weil das viel, viel mehr bespielt wurde und mit Hinblick auf nächstes Jahr ja auch schon wieder bespielt, viel mehr bespielt wird als bei anderen. Und noch dazu kommt, Markus Söder hat im November seinen TikTok-Account erstellt. Ich habe es vergessen. Ich bin jetzt auf TikTok. Und wenn man sich die hochgeladenen Ausschnitte mal so anschaut, dann springt einem das Wort Wahlkampf schon irgendwie an. Und er testet Resonanzen zu dieser Frage. Schaut euch mal diesen Ausschnitt hier an, was er da sagt. Ich bin gespannt, was der Bundeskanzler sagt, wenn er Xi Jinping trifft. Sehr gespannt. Ja, aber Sie sind ja nicht der Kanzler, noch nicht jedenfalls. Ja. Also, es geht darum, wenn man mit Leuten Geschäfte macht. Ja. Habt ihr es gehört? Er sagt, schade eigentlich. Das geht aber im Klatschen und im Lachen unter. Also wiederholt er es. Einmal kann es rausrutschen. Einem Profi wie Söder das zweite Mal? Eher nicht. Es wäre tatsächlich, finde ich, mega spannend, Söders Sprache mal zu beobachten, wenn einfach niemand mehr ihn auf die Kanzlerfrage ansprechen würde. Einfach niemand. Wie er dann das Thema zurück in den Diskurs bringen würde. Denn, ich sag mal so, wenn ich wetten müsste, dann würde ich 1000 Euro drauf setzen, dass er das tun würde. Denn die K-Frage ist ja vor allem eins für ihn. Eine Riesenschmeichelei fürs Ego. Ich glaube, Friedrich Merz wird das nicht halb so oft gefragt. Aber dessen Ego schaue ich mir in einem anderen Video mal an. Also nochmal zur Klarstellung, überhaupt, worum es mir bei diesem Video geht. Mir geht es in diesem Video überhaupt nicht darum, zu sagen, was richtig ist oder falsch ist, politisch vertretbar oder nicht oder wer Recht hat. Mir geht es nur darum, aufzuzeigen, wie Sprache Wirklichkeit beim Empfänger formt. Denn wenn aus Dissidenten das Thema Menschenrechte wird, aus Zwangsarbeit Minderheitenpolitik, aus Diktatur Wortklauberei, dann macht das was mit dem Zuhörer in beide Richtungen. Ich bleibe vielleicht zurück mit dem Eindruck, dass Frau Maischberger, aka die Medien hier, also voll übertreibt und Söder Klartext spricht. Übrigens auch über die Medien. Das ist ein bisschen anders da, bei den chinesischen Pressekonferenzen anders als bei uns. Applaudieren die Journalisten, wenn die Politiker gesprochen haben. Das ist bei uns natürlich nicht vorstellbar. Es bedeutet aber auch auf jeden Fall, für eine fundierte Meinungsbildung müsste ich mich über andere Quellen zu diesen Themen schlau machen. Und um diesen Aufwand auf mich zu nehmen, müsste ich ja wiederum erst einmal merken, mit welchen Mechanismen meine Meinung vielleicht bereits geformt worden ist. Und dann, wenn ich das getan habe, dann müsste ich mir überlegen, wie sieht denn mein eigener Wertekanon aus, den ich meinen Entscheidungen zugrunde lege, um dann die Fakten und diese Aussagen entsprechend zu gewichten.
Ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken zum Thema, und zwar jetzt nicht Söder und Co., sondern wie Sprache Wirklichkeit und Meinung schafft. Kennt ihr das vielleicht aus eigener Erfahrung und habt ihr es dann in dem Moment auch gemerkt und wie seid ihr damit umgegangen? Was ist passiert? Schreibt mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt drauf. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 27. Juni gibt es wieder Casey Live on Stage, Lesung und Live-Coaching in Solingen in der Koba in Nordrhein-Westfalen. Ich lese ein bisschen was aus meinem aktuellen Buch, Warum bist du nicht, wie ich dich gerne hätte. In diesem Buch geht es vor allem auch um Kommunikation, aber in Beziehungen. Und wie immer bei den Live-Coachings ist mein Schwerpunkt, aber darauf, lasst uns miteinander reden. Die, die vorbeikommen, stellt Fragen, lasst uns über Probleme sprechen, über die Dinge, die euch interessieren. Das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich gerne. Ich werde jetzt morgen aufbrechen nach Deutschland. Ich bin dann 2 Wochen jobmäßig unterwegs. Nächste Woche gibt es nochmal ein Q&A vom letzten Live-Coaching. Ich habe hier noch, wo habe ich sie? Da. Einen ganzen Stapel Fragen, die mir gestellt worden sind, hier liegen. Und ich habe mir da nochmal einige rausgepackt und beantworte sie nächste Woche. Und was wünsche ich euch jetzt für heute? Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich bin total gespannt auf das, was ihr zum Thema sagt. Und bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Podcast, bis auf Insta, man weiß es nicht. Bis irgendwann.